Herzlich willkommen zu Silvia kocht, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und kulinarisch sind wir in dieser Woche im Ländle unterwegs und da haben wir uns eine Köchin geholt. Die hat eine Gewürzwerkstatt, sie betreibt ihre eigene Kochschule und sie ist erfolgreiche Kochbuchautorin. Ihr Name ist Karin Kaufmann und folgende Gerichte macht sie heute für uns. In der ersten Runde serviert sie uns ganz klassisch Hühnerbrühe mit Grießknödel und als Hauptspeise gibt es dann Hühnerfrikassee mit Spätzle aus dem Ländle. Ich freue mich riesig, dass sie da ist, Frau Kaufmann. Servus. Wie geht's dir denn, du schöner Engel da mit den Flügeln? Genau. Wir haben uns heute was Tolles vorgenommen, weil du zeigst, wie man quasi aus dem Huhn zwei Gerichte zaubert. Genau, wir machen zuerst eine Hühnerbrühe, wirklich klassisch, die man dann, da hat man Konsistenz, da hat man auch ein, sozusagen einen Vorrat, den man für viele Sachen verwenden kann. Super, du teilst mir ein, ich bin dein Lehrling. Gut, sag mal, wir starten eben mit der Hühnerbrühe, da haben wir eine Gemüsebrühe schon vorbereitet. Das Händerl liegt hier, da brauchen wir dazu Karotte, Ingwer und Zwiebeln. Du kannst mir, schälen und schneiden. Ich nehme die Zwiebel, du kannst die Karotte grob hacken und den halben Ingwer nehmen wir da. Gerne. Einfach in Scheiben schneiden. Jawohl, Chefin. Sehr, sehr, sehr gerne. Hühnerbrühe, das ist ja eine Nervennahrung, eine Seelenstärkung, das ist ein Gesundmacher. Wann hat es bei euch in der Familie eine gescheite Hühnersuppe gegeben? Ja, das ist bei uns wirklich so, dieses Gericht Hühnerbrühe und Grießknödel, das gibt es immer, wenn es jemandem gerade nicht so gut geht. Egal, ob es grippebedingt ist oder irgendwie ist es wirklich ein Kraftmacher dann. Ja. So, ich glaube, das ist zu viel. Machen wir so, oder? Ja, was genau. Sagst du? Das, müsste man gar nicht schälen. Wirklich? Nein. Lass das so? Nicht. Ja, dann tun wir uns die Arbeit erst mal ran. So, schau mal. Ja, dann nehmen wir das Hennele und geben das in die Brühe. Was ich da immer schaue, ist, die ist, ob der Topf groß genug ist. Da fängt sie mal an, ich habe sie gezweifelt. Ein bisschen ein Problem. Schütten wir ein bisschen was raus. Oder warte her, ich habe da so einen ganz einen großen, breiten Topf. Wäre das ein Trick für dich? Ja, dann probieren wir es. Das gut ist. Also, Tipp 1, schauen, dass der Topf groß genug ist. Gut. Tada. Dann Tipp 2, dass das Huhn nicht direkt aus dem Kühlschrank kommt, sondern eine Raumtemperatur hat. Da hat man nämlich danach weniger Arbeit. Das, da muss man viel weniger abschöpfen. Warum ist das so? Ja, weil das Eiweiß dann nicht rauskommt. Das ist wesentlich einfacher. Gut, und jetzt geben wir da das ganze Gemüse hinein. Schau, bin schon da. Genau. Achtung, dass ich die nicht anspritze da mit den Sachen. Den Ingwer dazu. Ingwer dazu. Knoblauch gibst du keinen rein? Nein, das ist eigentlich alles. Ach so, ja, sonst geben wir rein. Ah, statt? Statt irgendwie einen Geschmacksverstärker, gibt ihm eine schöne Farbe und gibt ihm auch einen Geschmack. Jetzt würden wir da einen Deckel drauf geben und das eine Stunde lang wird das, das wird jetzt einmal aufgekocht und dann wird die Hitze reduziert. Dann kommt der Deckel sozusagen schlampig auf den Deckel, weil wenn wir es zumachen, kocht es über. Und wenn wir keinen Deckel haben, dann haben wir keine Suppe mehr drin nach Ende der Stunde, oder? Also wirklich so, so ein bisschen schlampig drauf. Ja. Und dann, wenn das das erste Mal gekocht hat und wenn man wirklich das abgeschöpft hat, hat man überhaupt keine Arbeit mehr damit. Jetzt machen wir gleich die Grießknödel dazu. Das sind auch, ist auch ein sehr einfaches Rezept. So. Da braucht man jetzt Milch. Ja, schau her, die haben wir da. Und du brauchst wahrscheinlich eine große Schüssel, oder? Da brauchen wir einen. Wir brauchen einen Topf. Dann nehmen wir den da. Gut. Das lasse ich die jetzt machen. Mhm. Milch mit Butter wird aufgekocht. Gut, dann geben wir das gleich mal an. Schau her. Gib da mal die Milch dazu. Wie viel ist, warte, ich weiß nicht, ein Viertel Liter Milch. Ja, ein Viertel. Ja. Dann kommt Salz, das gebe ich rein. Und du gibst die Butter rein. Sie sehen eh ungefähr, wie viel das ist. Dun, dun, dun. Das steht im Rezept. Ja, und das Rezept gibt es wo? Auf extra.fat. Weißt du das noch? Seite 356. Im Teletext Seite 356. Das haben wir sogar einmal. Auf tv.orf.at/silviakoch. Und in der ORF-Nachlese sind dann auch die Rezepte von der Karin gesammelt. Das lösen wir auf. Gut. Na, es reicht noch nicht. Natürlich, ich vergesse, wie streng die Frau Kaufmann ist. Das hat sich nicht geändert. So, jetzt gehen wir aber Gas. Es ist Ärger geworden eher. Ist Ärger geworden, wirklich. Geht auch her. Und jetzt muss ich richtig rühren. Sehr gerne.
Machen Sie mit auf extra.orf.at und gewinnen Sie je ein Ölset bestehend aus Prima Bene Hanföl, Leindotteröl und Senföl. Zur Verfügung gestellt von Prima Bene. Der Gewinner wird schriftlich verständigt. Karin, schau mal, konsistenzmäßig ist ja, das fein. Ja, das ist jetzt super. Ja. Das tun wir jetzt in eine, jetzt habt ihr das schon wieder aus der Hand genommen. Ha? Macht nichts. In eine Schüssel rein, das muss jetzt abkühlen. Das rein? Ja, genau. Ja, schau her, zum Abkühlen, ja. So, Karin. So, jetzt tun wir das da ein bisschen durcheinander bringen, sozusagen. Mhm. Und da kommt dann das Ei rein. Das lassen wir aber noch abkühlen. Das lassen wir jetzt noch abkühlen. Jawohl. Das stellen wir jetzt hier ein bisschen zur Seite. Gerne. Dann richten wir das Gemüse fürs Frikassee. Mhm. Frikassee ist ja an und für sich ein sehr altes Gericht, ja, das man früher gemacht hat, das ein bisschen verböhnt war, zeitlang, finde ich. Und wir machen es jetzt so, dass wir nicht nur verkochtes Gemüse, also in das Gemüse nicht alles mitkochen, sondern einen Teil davon knackig anbraten, damit wir so diese knackige Komponente auch drinnen haben. Gut, sehr gerne. Du teilst mir ein, was darf ich da vorbereiten? Du darfst mir hier zweimal Stangensellerie in Scheiben schneiden. Mhm. Soll ich dann schälen vorher auch oder nicht? Ich kann schon ein bisschen abziehen. Ja, mache. Quaschen ist, oh, ich tue nochmal. Ich nehme die Karotten und den Paprika, den kannst du auch in Streifen schneiden. Mache ich gerne. Und die Champignons. Mhm. Dann haben wir einen Schäler. Dann darf man das so machen. Wann gibt es bei euch zu Hause Frikassee? Frikassee gibt es wirklich suppenbedingt. Also wenn ich eine Suppe mache, eben so eine Hühnerbrühe, dann gibt es ein Frikassee. Immer dazu. Ja. Halt vom Fleisch, oder? Damit ich das Fleisch verwerten kann. Ja. So, liebe Karin, schau mal, ich würde da solche Streifen schneiden. Ist das in deinem Interesse? So, dass sie in ein paar Minuten an soll. Ja. Passt, mache ich da. So dünne. Jawohl, Chefin. Das ist eigentlich das Schönste, die Sachen vorbereiten, oder? Die ganzen Sachen in Ruhe schneiden. Es ist entspannte Arbeit, finde ich. Also es ist eigentlich, ja, man kann sich gut entspannen beim Kochen. Gut, das haben wir vorbereitet. Bei mir liegt das Gemüse, das wir dann im Frikassee mitkochen. Mhm. Und du hast das Pfannengemüse sozusagen. Mhm. Ah, okay. Ah, sehr schön. Jetzt haben wir da was vergessen, in die Suppe reinzugeben. Mhm. Wir geben noch Koriander und Pfefferkörner rein. Ah, okay. Was aber jetzt nicht schlimm ist, weil im Normalfall, wenn sie das erste Mal aufkocht, dann muss man sie abschöpfen. Ja. Oder? Und hier kannst du eigentlich gut sehen, das Huhn ist warm. Aha. Und deshalb haben wir da keinen Schaum abzuschöpfen. Also da müssen wir sicher gar nichts mehr tun. Das ist interessant, ja. Ja. Ich gebe jetzt die Körner noch hinein. Mhm. Ja, bei einer Suppe ist wichtig, dass sie wirklich mindestens eine Stunde auf dem Herd ist. Mhm. Damit auch der Geschmack vom Fleisch in die Suppe übergeht. Mhm. Da die Schwammerl habe ich ein bisschen abgewaschen, da war noch ein bisschen Erde drauf. Und jetzt tun wir die da so zu. Passt dir das? Oder hättest du gern blättrig? Na, alles gut. Alles gut. Du machst das wunderbar. Ja, man sieht, dass du öfters jetzt gekocht hast. Ja, was glaubst du? Jetzt bin ich durch sämtliche Hände gegangen, aller Hauben- und Sterneköche Österreichs. Eine gute Schule gehabt. Ja, aber es ist wirklich klasse. So, schau her, da hast du es. Die Freude am Tun, oder? Die Freude am Tun. Das heißt ja, wer selber kocht, kann wirklich mitreden beim Essen. Ja, es ist so. So, also schau her, da haben wir das Gemüse gut aufgeschnitten, da sind die kleinen Champignons, du hast das da. Wie geht es jetzt weiter, Karin? Jetzt haben wir da die Hühnerbrühe, ja. Die haben wir jetzt noch einmal vorbereitet, ja, oder? Ja. Genau, weil die wird nicht fertig in einer Stunde. In 24 Minuten gibt es keine Hühnerbrühe. Die Stunde nicht wir aus. Haben das gut für sie vorbereitet. Genau, da haben wir fertig. Mhm. Jetzt brauchen wir einen Topf. Ja, schau her, ich habe zwei im Angebot, welchen hättest du gern? Genau, ich nehme den kleineren. Jawohl. Und hier macht man jetzt eine leichte Einbrenn. Mhm. Also das macht ein Frikassee aus. Butter mit Mehl wird jetzt angeschwitzt. Ah, das mache ich. Genau. Das mache ich gerne. Zu gleichen Teilen Mehl und Butter. Mhm. Gerne. Jups. Butter. Gut. Einbrenn kann ich machen. Genau.
schaut die Suppe aus, ja, weil die brauchst du den Wald. Genau, die könnten wir eigentlich dann auch zur Seite stellen, weil wir brauchen dann einen Topf für die Spätzle. So, jetzt habe ich alles ausgerüstet. Das Timing ist ja ziemlich wichtig in der Küche, oder? Ja, du kannst das Mehl reingeben. Mhm. Das ist jetzt sozusagen eine weiße Einbrenn, also das ist, die soll keine Farbe bekommen. Mhm. Das musst du dann nur verrühren. Dann haben wir da Weißwein und einen Wermut. Tun wir das einmal so langsam rein. Das ist ein Luxus, wenn man das nicht alles selber machen muss. Ja, jetzt brauchen wir ein Sieb. Sieb haben wir. Schau mal, die zweite Lade oder dritte Lade ist ein Sieb. Das ist ein kleines, brauchst du ein größeres? Ne, das geht schon. Das geht schon. Ich ziehe das jetzt runter, bevor es Farbe fängt. Passt das für dich? Das passt. Wir können da jetzt schon die Suppe reingeben. Man muss es gerade noch immer vielleicht jetzt mal mit dem Schnee besen. Mhm. Haben wir auch im Angebot. Das heißt, langsam aufgießen. Ja, halt am Anfang, nachher muss man es jetzt nicht mehr wahnsinnig aufpassen, aber am Anfang, damit du keine Klößchen drinnen hast, sozusagen. Wann du willst, kann ich das in aller Deutschland. Klößchen, Klümpchen, oder? Im Bregenzer Wald würde man jetzt sagen, Kabölele der. Das habe ich lange nicht mehr gehört. Böllele. Kabölele der. Böllele. Wann du willst, mache ich das und du kennst schon was anderes weiter. Gut, dann stelle ich das Wasser für die Spätzle auf. Gut, hier stellen wir das Spätzlewasser auf. Ich hab da Platz gemacht. Da kannst du auch mal einschalten. Jawohl. Und dann brauchen wir noch einen Topf für die Hühnerbrühe. Mhm. Da machen wir nämlich gleich die Knödel rein. Gut. Gut, da geben wir die Hühnerbrühe hinein. Mhm. Schau mal, ist das so, wie du das gern hättest? Jawohl. Und jetzt? Jetzt kommen da die Karotten rein. Mhm. Und die Erbsen. Gut. Ich gebe die Hühnerbrühe in einen anderen Topf, die fertige. Du, die Erbsen gibst du schon so am Anfang dabei dazu? Hast du keine? Die Erbsen gebe ich am Anfang dazu. Also da haben wir jetzt etwas, da haben wir jetzt wirklich Schmorgemüse und wir haben Nadine, die werden wir dann am Schluss. So, schalt mir die bitte auch ein. Sehr gerne. Auf. Nein. Jawohl. Vollgas. Vollgas. Gut. Salz ist da noch nichts dabei. Da haben wir jetzt noch kein Salz, nein. Aber wir haben die Hühnerbrühe, die natürlich gut geschmackig ist. Da warten wir jetzt. Das würzen wir erst am Schluss. Okay. Gut. Da haben wir auf 9. Jetzt machen wir die Knödel fertig. Ja. Da gibst du jetzt ein Ei hinein. Ich wasche mal kurz die Hände. Das ist gleich lustig. Dann stellen wir die Pfanne noch auf. Ein Ei. Genau, ein Ei. Und jetzt tust du es wirklich mit der Hand richtig unterkneten. Mhm. Ich biete jetzt dabei einen Knödel an und du sagst mir, ob der zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn ist. Das ist jetzt einmal. Ja, Karin, mach's, sonst bist du so nervös. Ich merke schon, wenn die Karin nervös ist. Komm, leg los. Knödel machen sollte man mit kalten, nassen Händen. Das ist gescheit. Vorsicht. Nein, das vorher war. Kleines. Gut. Weil dann kriegst du ganz schöne Knödel her, gleichmäßige. Ja. Und genau. Jetzt würde ich. Wie groß hättest du denn gern die Böllele? Kleiner? Machst du ein Klingkliner. Ein Klingkliner. Genau, so. So? Ist das so, genau, wie du das gern hättest? Und die kommen dann sofort in die Suppe rein. Sofort. Jawohl. So? Bist du genau. Drin? Die kannst du gleich. Leg die da her. Haben wir dann, glaube ich, Petersilie. Die kann man auch als Beilage essen, wenn man das möchte. Man kann da Speck reingeben. Ja. Also da kannst du wirklich. Oder Käse oder gut, Knödel gemacht. Und ich gebe sie jetzt direkt in die Hühnerbrühe rein. Da sparen wir uns jetzt den Salzwassertopf. Das ist gescheit. Genau. Brauchst nicht alle, ich habe jetzt fürs Team einfach einmal alle gemacht. Ja, ich tue jetzt nicht alle rein, sonst ist der Topf zu klein. Das gibt es dann nachher zum Mittagessen für die Kameracrew. Die ist recht hungrig. Gut. Mhm. Mir auch. Dann haben wir an und für sich die Suppe schon fertig. Ja. Bis auf die Deko. Da haben wir das Frikassee. Mhm. Das wird jetzt hier auch. Das dickt ein. Das wird total schön. Und jetzt machen wir Spätzle.
Da haben wir Salz, da brauchen wir Salzwasser für Spätzle. Im Bregenzer Wald sagt man ja nicht Spätzle, sondern Knöpfle. Salz. Gut. Da haben wir Mehl. Wir machen ein bisschen weniger, damit wir. Das überlasse ich jetzt dir. Gerne. Da ist wichtig, dass man griffiges Mehl nimmt, also Weizendunst. Ja. Das hast du mitgenommen vom Bekannten von dir. Von wem? Das habe ich mitgenommen. Das kommt aus meiner Heimatgemeinde, aus Eck, von der Bruckmühle. Wer ist das, die Bruckmühle? Bruckmühle ist eine der wenigen kleinen Mühlen, die es noch gibt im Bregenzer Wald. Ja. Wer ist dort Chef oder Chefin? Der Norbert und der Josef Sutterlütin. Ein schöner Gruß. Und ich finde, das muss man unterstützen, also, dass man das wirklich auch beim Produzenten kauft. So ist gut, das. Also. Rein damit. Ja? Rein damit, ein Ei dazu. Ja. Jetzt habe ich vergessen, griffig hast du gesagt. Ja. Ein Ei. Gut. Ja, da kocht es schon. Was braucht man nur, Liebes? Dann braucht man jetzt kaltes Wasser. Du sagst Stopp. Ja, Stopp. Jetzt tust du einfach. Das geht dann. Habe ich da schon Salz drinnen? Nein, noch nicht. Das ist das Kleine, ja, genau. Wir machen einen schlampigen Teig. Oh, Chefin. So. Und jetzt darfst du mal Spätzle machen oder Knöpfle. Mhm. Und die machen wir bei uns so. Nicht mit dem Hobel, sondern mit dem Rührholz. Okay. Weil das viel die kleineren, schöneren Spätzle gibt. Das lassen wir jetzt. Das machen wir ganz am Schluss, weil die Spätzle, die sollen jetzt nicht herumliegen, oder? Da kommt jetzt Olivenöl rein. Ja. Spätzle kommen ganz am Schluss. Gut, dann das sind wir da. Hier braten wir jetzt das Gemüse kurz an. So. Genau. Und die Champignons, eigentlich alles. Ich reicht dir das? Ja, genau. Das tun wir da so rein. Haben wir auch eine große Pfanne erwischt. Gut. Gerne. Schau dort. Und wenn das jetzt zu dick ist, einfach noch Hühnerbrühe dazugeben. Ja. Da haben wir einen Rahmen. Den geben wir ganz am Schluss hinein. Ich freue mich. Du, und sag einmal, das Huhn, müssen wir das noch? Ja, und jetzt hier das Huhn, das Huhn müssen wir reingeben. Das geschnittene Huhn, das haben wir auch noch vorbereitet. Also das ist ja der ganze Trick an der Küche von der Karin heute, dass sie alles verwertet. Ja, also wir haben die Hühnerbrühe gemacht mit dem Huhn drinnen und dann haben wir das fertige Huhn rausgenommen. Die Haut abgezogen, kann man aber auch dabei lassen, aber ich glaube, fürs Frikassee ist es besser ohne Haut. Ich würde sie wegnehmen. Ja. Und dann haben wir das in kleine Stücke geschnitten. Und jetzt endlich dann nach meiner Volksschulzeit, viele, viele Jahre später, gibt es für mich wieder ein Hühnerfrikassee. Und weiter geht's. So, sehr schön. Das braten wir ab und jetzt machen wir da die Spätzle. Okay. Gut, da bräuchten wir dann noch einen Topf, wo wir sie nachher reingeben. Ja, gerne. Schau mal, da reicht eigentlich der da. Der da? Der da? Ja. Genau, da geben wir gleich ein bisschen Butter hinein. Schau. Haben wir da. So? Ja, genau. Da magst du ein bisschen mehr. Ja, das reicht. Jetzt würde ich das noch gerne probieren, da mal. Super. Bist happy? Das Frikassee probieren wir jetzt auch. Dann geben wir noch einen Rahmen rein. Ja. Und da fehlt noch Salz. Da könnte man ein bisschen Pfeffer reingeben. Was? Ist da. Schau her. Genau. Wie viel? Ja, passt. So. Und dann gebe ich auch noch gern ein klein wenig Chili rein. Chili? Ich mag das gerne, wenn es ein bisschen scharf ist. Mei. So, dann haben wir da die Spätzle. Da, das Kochwasser muss kochen. Gut. Hast du das Wasser gesalzen? Das habe ich gesalzen. Dann haben wir da jetzt die Spätzle, schau mal. Dann nimmt man die da rauf und dann kann man die ganz schnell. Das geht aber gut bei dir. Und vor allem, die werden viel kleiner. Magst du probieren? Ja, sehr gerne. Bei dir hat das super ausgeschaut. Mal schauen, ob ich das auch so kann. Karin hat das ganz schnell gemacht, gell? Draufdrücken. Ja? Wirklich mit Kraft, ja. Genau. Jawohl. Super. Mag gut. Super. Dann haben wir das alles. Sehr schön.
Gut, eine Schöpfkelle. Die Schöpfkelle hängt da drüben rechts. Dann schneiden wir ein paar Kräuter. Genau, das kann der ich machen. Zack, zack, zack. Gut. Was magst du denn? Petersilie, Thymian, Basilikum, genau. Was hätten wir? Petersilie, ja? Hätten wir gern, Thymian hätten wir gern. Hätten wir gern, okay. Für wie viel ist das zum Beispiel? Für die Suppe. Für die Suppe, jawohl. Was kann ich da nur auch? Und ich hol die Spätzle raus. Du holst die Spätzle raus. Da hast du gesehen, wie clean die sind. Super. Gut. Dann haben wir das auch. Schau es mal her, ich räume das da weg. Dann sind wir eigentlich so weit fertig. Das Gemüse salzen wir ein bisschen mit Chilisalz. Chilisalz? Mhm. Hey. So. Und das hast du jetzt gesehen, da haben wir fast nichts mehr nachwürzen müssen. Also das ist eigentlich alles mit der Gemüse, mit der Hühnerbrühe fast fertig gewürzt. Gut. Das Schönste der Sendung. Anrichten und verkosten, oder? Ja, genau. Sind wir soweit? Gut. So, die Frau Kaufmann vertritt diese Woche vor Adelberg kulinarisch und alle ihre Rezepte gibt es auf extra.orf.at, auf tv.orf.at/Silvia kocht, in der ORF-Nachlese und im ORF-Teletext auf der Seite 256. Top. Gut, da haben wir einmal Suppe, ist wirklich... Ma. Ein Klassiker. Und es schauen uns mehr Augen zurück an, als wir rein in die Suppe schauen. Ja. So muss es sein, gell? So muss es sein. Wow. Ich weiß gar nicht. Gut, und das Ricassé? Ricassé habe ich da auch schon. Da haben du könntest die Spätzle da reingeben. Sehr gerne. Und dann haben wir eine Kelle. Das schaut so kleine Knöpfle, gell? Knöpfle? Knöpfle. Da haben wir so viel Farbe am Teller. Oh. Da? So, das, so? Ja, genau. Magst du nur mal sagen, was du gezaubert hast? Ja, wir haben eine klassische Hühnerbrühe gemacht mit Grießknödel. Und da haben wir ein Hühnerfrikassee aus dem Huhn, aus dem wir die Hühnerbrühe gemacht haben, mit Spätzle. Und jetzt darf man kosten. Für mich ist das erste Frikassee seit der Volksschule. Und Grießknödel hat das letzte Mal die Oma gemacht, die von oben zuschaut. Wo magst du zuerst probieren? Sollen wir da zuerst attackieren? Ja, schau her, da habe ich einen Löffel für dich. Und ich würde uns da, genau, mach mal so halbe halbe. Löffel schneidet man nicht. Und? Bist du zufrieden? Mhm. Ich bin zufrieden. Boah. Gut, oder? Boah. Das ist eine Kraftmachersuppe. Ma, das ist gut. Mhm. Das ist wie von der Oma. Ja, genau. Karin, danke. Genau, klassisch. Großartig. Wow, soll man nicht vergessen, oder? Die Nein, Wurzeln soll nicht man vergessen. Nicht vergessen. So schöne Knödel. Gut, dann haben wir das Frikassee. Gut, jetzt müssen wir es aber natürlich reingeben. Natürlich. Spätzle, weil Spätzle brauchen Soße. Spätzle brauchen Soße, weil ich freue mich. Dann wir das da so vermischen, alles zusammen. Mit Huhn. Wie soll man es beschreiben? Es schmeckt wie Kindheit. Genau so. Und weißt du was? Das war nur ohne verkochtes Gemüse. Ich wollte gerade sagen, das ist der Trick. Ja. Dass da ein bisschen ein Knack auch noch drinnen ist. Jetzt habe ich gleich einmal gepatzt. Dass ein Knack drinnen ist. Genau. Das macht Spaß. Warte mal, ich hole mir da noch so einen Paprika mit Soße. Super. Ich mag das auch gerne, wenn es so eine Kombination ist. Ja? Sehr gut. Gut. Vielen Dank, Karin Kaufmann, fürs Ländle. Wir haben Sie noch die restliche Woche bei uns und das letzte Wort gehört der Karin. Ja, viel Freude am Tun und schöne Grüße.